Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit einer Zuschauerfrage, die ich unter dem letzten Video mehrmals bekommen habe. Was wäre, wenn Cooper in Teil 2 von König der Löwen vorkommen würde? Wenn du dich für König der Löwen oder die Garde der Löwen interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. So, dann starten wir los mit dem heutigen Thema. Der Charakter Cooper leitete sich mehr oder weniger vom Ende von König der Löwen ab. Denn am Ende des Filmes zeigte Rafiki den Thronfolger und zukünftigen König. Zumindest, wenn man nach dem ein oder anderen Buch geht. Denn in einigen Büchern steht, dass es sich um einen männlichen Thronfolger handelt. Und vor dem Erscheinen von König der Löwen 2 gab es einige Bücher bzw. Comics zum Film. Und in denen sehen wir Cooper. Wenn ihr euch grundsätzlich für Cooper interessiert und mehr zu ihm wissen wollt, könnt ihr das Video abchecken, das ich euch in der Videobeschreibung verlinke und am Ende des Videos. Auf jeden Fall war diese Idee von Cooper grundsätzlich jetzt nichts Offizielles und wurde für den zweiten Teil verworfen. Allerdings gehen jetzt manche davon aus, dass Cooper trotzdem existiert hat. Denn die letzte Szene in König der Löwen und die Anfangsszene in König der Löwen Simbas Königreich sind tatsächlich ziemlich unterschiedlich. Und für die heutige Theorie gehen wir einfach davon aus, dass Cooper existiert hat und der Erstgeborene ist. Starten wir mit Theorie 1 und mit der unter Anführungszeichen richtigen Story von Cooper. In dieser Theorie wurde Cooper von Sira ermordet. Viele Fans erklären sich dadurch die Verbannung von Sira und auch Siras Wunde am Ohr. Denn diese könnte von einem nachfolgenden Kampf mit Simba stammen. Denn das würde auch logisch erklären, warum Cooper in Teil 2 nicht vorkommt und warum Simba so sorgsam ist. Zu dieser Theorie gibt es tatsächlich einen ziemlich tollen Comic von Kati Cooper. Den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Kommen wir zu Theorie 2. Cooper hätte wahrscheinlich eine ziemlich schöne Kindheit, ähnlich wie Kiara. Simba würde ihn vertraut machen mit dem Kreis des Lebens und ihn auf seine Aufgaben als König vorbereiten. Und währenddessen könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass vielleicht Kiara die Garde der Löwen übernimmt. Allerdings würde ihre Garde ganz anders aussehen als die von Kion. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass Tifa und Sori dort einen Platz hätten. Und wenn wir davon ausgehen, dass Kion in diesen Theorien auch existiert, würde er vermutlich auch ein Teil dieser Garde sein. Aber wenn euch das interessiert und wir vielleicht mal ein Video darüber machen sollten, wie Kiaras Garde aussehen würde, schreibt mir das gerne auch in die Kommentare. Auf jeden Fall wäre die Aufteilung vermutlich so, dass Cooper übers Königsein lernt und Kiara und Kion das geweihte Land verteidigen würden. Kommen wir jetzt zu einer Theorie, wie es ab jetzt weitergehen könnte. Und in dieser Theorie wird nicht Kuvu zum Auserwählten, sondern Vitani. Und hier würde die Story vermutlich ziemlich parallel verlaufen wie im Film. Cooper würde möglicherweise als Kind mal auf Vitani treffen, die beiden würden sich mehr oder weniger anfreunden. Diese Freundschaft würde von Sira und Simba unterbunden werden, Sira bildet Vitani aus und eigentlich gleich wie in König der Löwen 2 würde Vitani Cooper das Leben retten. Und früher oder später würden sich die beiden ineinander verlieben. Es würde wie im Film am Ende zu diesem Kampf kommen und dann zu einem Happy End. Man könnte in dieser Theorie Kuvu auch noch zu einem größeren Bösewichten machen. Wir könnten nämlich davon ausgehen, dass er am Anfang doch der Auserwählte war. Er wurde von Sira immer besonders hervorgehoben und vielleicht wurde er gerade durch das etwas eingebildet. Doch eines Tages kam Sira der Plan, dass vielleicht Vitani besser in dieser Position geeignet wäre. Denn Sira weiß, dass sie so an Simba nicht drankommt und dass sie jemanden in sein Rudel einschleusen müsste, der Simba dann töten könnte. Und da wäre Vitani dann vielleicht etwas praktischer, weil sie Cooper schöne Augen machen könnte und sich somit irgendwie ins Rudel einschleichen könnte. Dementsprechend würde Kuvu seine Bedeutung hier etwas verlieren und ziemlich eifersüchtig werden. Und je nachdem wie groß der Hass auf Vitani ist, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass sie hier und da das Leben zur Hölle machen würde. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, bei der Szene, wo sie das Feuer legen, dass sie das Feuer so platzieren, dass auch Vitani schon Schwierigkeiten hat, da rauszukommen, beziehungsweise zu Cooper zu kommen. Und vielleicht würde Kuvu auch immer wieder versuchen, Sira zu beeindrucken, ähnlich wie es Nuka gemacht hat. Nur dass Kuvu vermutlich etwas erfolgreicher darin wäre. Und vielleicht würde es ihm sogar irgendwie gelingen, Simba in einem Hinterhalt zu töten. Aber schreibt mir zu dieser Theorie gerne eure Meinung in die Kommentare. Es wäre theoretisch natürlich auch möglich, dass Kuvu der Auserwählte bleibt und dass es irgendwie trotzdem in Simbas Rudel schaffen würde, vielleicht auch über Kiara. Und hier könnte ich mir dann entweder vorstellen, dass sie sich mit Cooper anfreundet, dass sie sich vielleicht in Cooper verliebt oder dass sich die beiden gar nicht verstehen und die ganze Sache nach hinten losgeht. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass Cooper am Ende mit Vitani zusammenkommt. Wobei ich es auch irgendwie cute finden würde, wenn er mit Kuvu zusammenkommt. Aber was haltet ihr davon? Glaubt ihr, die Story wäre besser gewesen mit Cooper? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!